So, willkommen zum neuen Video. Ich vermute mal, das wird heute ein bisschen kürzer. Heute soll es um Bücher für Motorradfahrer gehen. Vorab nochmal, schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch alle nützlichen Links, wo ihr die Bücher herbekommt mit ISBN-Nummer. Und so ein bisschen im Skript ist immer dabei in der Videobeschreibung. Deshalb gerne mal reinschauen. Ich gebe mir nur sehr viel Mühe, damit ich für euch Informationen sammle, die ihr gut gebrauchen könnt. Wir stecken heute immer noch in der kalten Jahreszeit. Wir sind jetzt Mitte, Ende Januar, 17. Januar ist, glaube ich, heute. Und es gibt Menschen, die neben ihrem Handy auch noch Bücher verwenden und auch zum Lesen. Deswegen möchte ich euch mal querbeet aus allen Bereichen ein paar Bücher vorstellen, meine Lieblingsbücher zum Thema Motorrad. Und ich würde vorschlagen, wir steigen gleich mal ein mit Buch Nummer 1. Mein absolutes Lieblingsbuch hier ist das Buch Motorradtechnik von dem Herrn Professor Stoffregen. Herr Stoffregen ist jemand, der sehr lange bei BMW gearbeitet hat, in der Entwicklung meine ich, und jetzt in der Uni in Dresden unterrichtet, und zwar eben Fahrzeugtechnik im Bereich oder in Bezug auf Motorrad. Das Buch ist deshalb besonders interessant, weil es sozusagen die Ingenieurssicht auf die Entwicklung von Motorrädern gibt. Also es werden Themen angesprochen, eben wie die Herstellung von einem Motor, von Fahrwerken, Wechselwirkung, Mensch auf die Maschine und wie wir das technisch berücksichtigen können. Warum machen wir den Nockenwellespitzer? Warum nehmen wir hier was am Kolbenhemd weg? Welche Motorbauart hat welche Vorteile? Es ist ein sehr, sehr technisches Buch. Es eignet sich zum einen als Nachschlagewerk, zum anderen aber auch einfach zum Querlesen, sich immer ein bisschen weiter durchhangeln und interessante Informationen eben aus dem Bereich Motorradentwicklung bekommen. Es ist auch für Leute eigentlich immer ganz gut, die nicht wissen, was ein Ingenieur so macht. Eigentlich genau das, was hier in diesem Buch steht, ist so die typische Ingenieurstätigkeit, wo es viel um Berechnungen geht natürlich, wo es aber auch ums Verstehen der physikalischen Grundlagen geht und Anwendungen auf die Konstruktion von Motorradteilen. Ist wirklich ein extrem cooles Buch. Und ihr erfahrt halt einfach Dinge, die ich sonst in meinem Video so erzähle, ohne mein könnt ihr euch das auch selber durchlesen. Und dann ist sogar zu 100% korrekt. Vorausgesetzt ist ein bisschen technisches Verständnis, aber ich denke, wenn man es langsam liest und nebenher noch Wikipedia offen hat, dann bekommt es eigentlich jeder ganz gut zu verstehen, was in dem Buch steht. Es sind einfach Informationen drin, wie zum Beispiel auch die Haftung vom Reifen ist nicht abhängig vom Gewicht des Fahrzeugs. Ja, da denken jetzt alle, oh, okay, was geht? Es ist hier genau drin beschrieben, es ist physikalisch mit Formeln belegt und in der Berechnung belegt. Und das sind einfach Sachen, da könnt ihr euch sehr viel Wissen aneignen, Wissen, wo es einfach gut tut, es zu wissen, aber auch Wissen, wo ihr was draus ziehen könnt, wo ihr was draus lernen könnt, wo es um Einlaufverhalten geht von Motoren, um Warmlaufphasen, um das Hochdrehen, um warum kann ich ohne Kupplung hochschalten, warum brauche ich einen elektronischen Gasgriff, damit ich auch eine Blipperfunktion habe zum Beispiel. All das findet ihr in dem Buch. Kostet neu, ja, einen ganzen Batzen Geld, ich glaube so 45 Euro. Ich hatte das schon mal, habe es dann nach meinem Studium verkauft, weil ich keine Kohle hatte und habe mir das Buch jetzt gebraucht gekauft für 13 Euro plus 3-4 Euro Versand. Für das, was drinsteht, ist es gar kein Geld und lohnt sich absolut. Also nochmal Motorradtechnik von Herrn Stoffregen. Buch Nummer 2, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, von Robert Persig. Das ist jetzt einfach ein Roman. Es geht in dem Buch drum, es unternimmt ein Mann mit seinen Freunden und teilweise mit seinem Sohn, unternehmen die Motorradreise durch die USA auf einer älteren BMW. Und das Buch beschreibt, das Buch hat natürlich sehr viel mit dem Thema Motorrad zu tun. Es ist teilweise autobiografisch. Ich habe bei Amazon ein paar interessante Kommentare gelesen, dass es zu hoch gestochen ist. Man muss zugeben, es hat ein paar Stellen drin, wo Vergleiche und Kritik, Vergleiche gezogen, Kritik geübt wird an der griechischen Philosophie, so insbesondere Aristoteles und Platon, die Richtung. Kann man sich darauf einlassen, kann man versuchen zu interpretieren, kann man aber auch einfach überlesen, wenn man das nicht möchte. Das wäre jetzt kein Grund für mich, das Buch nicht zu lesen, auch wenn es halt den Lesefluss manchmal einfach ein bisschen durchbricht. Aber es sind wirklich schöne Geschichten, oder ist eine schöne Geschichte mit schönen Erfahrungen rund um das Thema Motorrad. Man kriegt auch so ein bisschen Eindruck, was helfen könnte, wenn man ein Kind erziehen möchte. Auch das aus dem Gesichtspunkt einfach ein zu empfehlendes Buch, was sich an für sich gut liest und einfach interessant ist. Ja, das nächste Buch ist dieser Klöpper. Vielleicht habt ihr den schon ab und zu beim Limbecher auf dem Sofa stehen sehen, wo ich ab und zu die Videos gedreht habe, oder auch einige. Das Motorradbuch. Das Motorradbuch beschreibt eigentlich den Werdegang
den Werdegang des Motorrads, angefangen irgendwo in den 30ern oder so, noch vor den 20ern, bis hin zu den neuesten Bikes, untergliedert in die Jahre und auch in Motorradkategorien und bei besonderen Modellen auch immer wieder mal ein paar Extra-Seiten. Ja. Also ist ein Buch vor allem als Nachschlagewerk gedacht, als Inspirationsquelle, falls man designtechnisch irgendwas machen möchte, wie die Sachen früher ausgesehen haben. Ist interessant zu sehen, wie sich Motorleistung entwickelt hat, wo wann die Prioritäten lagen. Auch wenn heute neue Bikes rauskommen, sieht man immer wieder die Anlehnung an die alten Motorräder. Oh, da war Rossi. Also wirklich ein tolles Buch, ein tolles Nachschlagewerk. Das wird quasi nie alt und kann man immer gebrauchen. Ist auch ein super Geschenk und tut sich in jedem Regal gut. Und es gibt sogar ein bisschen was hier über die Crossplane-Motoren, wo ich erst vor kurzem ein Video zu gemacht habe. Also wirklich ein cooles Buch, cooles Nachschlagewerk. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Der Preis ist mit knapp 30 Euro natürlich auch nicht ganz billig. Aber das, was jetzt schon drin steht, wird ja nicht altes Wissen. Es kommt höchstens neu dazu. Von dem her, wenn ihr euch eins jetzt kauft und eins in 10 Jahren, macht ja nicht wirklich Geld kaputt. So, das letzte Buch, was ich hier noch habe, ist das Buch, das heißt Ride Out. Haben wir geschenkt bekommen und ist wirklich ein schönes Buch. Der Verlag heißt wohl Gestalten, interessant. In dem Buch geht es um Motorradtouren. Da werden Motorradtouren beschrieben. Das heißt, die Tour selbst wird beschrieben. Das mit einer Karte habt ihr quasi immer dabei. Tourenbeschreibung, Eindrücke auf der Tour, was besonders ist, wo man vielleicht vorbeischauen sollte. Wirklich mit detaillierten Orten zum Nachfahren und zum Planen. Auch das Buch ist mit 40 Euro nicht das günstigste Buch, aber es ist wirklich ein tolles Buch. Ihr habt in den Einblendern gesehen, wie viele Touren und wie viele Seiten das Buch ungefähr hat. Das dauert eine Zeit, bis man es wirklich durchgelesen hat, aber für Leute, die wirklich mal eine große Reise mit dem Motorrad unternehmen wollen. Also da sind zwar auch Sachen dabei wie Sardinien, das können sich die meisten vielleicht noch vorstellen. Aber es sind auch Touren dabei durch Südamerika, durch Asien. Es ist einfach was, wo man sich ganz gediegen vor dem Kamin zu Hause geben kann. Wer keinen Kamin hat, der hockt halt auf dem Sessel in der kalten Garage. Aber auch ein Buch, super zum Verschenken. Ein Buch, um immer wieder mal reinzuschauen und immer wieder die Erfahrungen und Impressionen der Touren aufzusaugen. Ja, das war's schon mit den Buchempfehlungen von mir. Ich hoffe, ich habe unter meinen Zuschauern den einen oder anderen Leser noch dabei. Für die, die es nicht sehen, wie gesagt, es kommt ja noch ein Video mit den Motorrad-Apps für die neue Generation an Motorradfahrern. Und ansonsten bis zum nächsten Video.